Hallo meine Freunde und willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute bauen wir dieses kleine Formular und ja, sagen wir starten einfach gleich direkt mal rein. Ich habe das Ganze hier schon einmal vorbereitet in VS Code, also installiert und nicht erstellt, also einmal gestartet, dass wir hier gleich direkt starten können. So. Wir brauchen hier einen Live-Server, den wir auch gleich direkt haben, und einmal unsere HTML-Seite, die wir auch hier haben. Also wir kopieren uns das Ganze hier rüber, wie in jedem Template-Video. Das und hier kopieren wir das rein und schieben das Ganze hier hin und ja, haben das Ganze hier einmal gemacht. Dann brauchen wir einmal kurz Standard CSS Margin Padding 0 Box Size Border Box und Perfect. So, dann gehen wir so vor, dass wir einmal hier brauchen wir einmal das Error State, einmal muss ich das Ganze validieren. Das können wir nachher auch gleich machen. Dann glaube ich, würde mal starten. Und mobile ist we are launched soon. Das ist erstmal ein 1. Und dieses soon ist einfach mal Bahn. Scribe ist hier ein E-Tag. Das hier ist in einem Form. Type. Da. Mit. Mit. So. Machen. Ich habe das einmal runter, das runter und das hier passt natürlich nicht. Das muss so sein. Value. So. So. Jetzt meckert er nicht mehr. So. Dann haben wir hier einen Router. In diesem E-Tag. Hier können wir eigentlich diese Social-Sachen eigentlich auch eingeben, wenn wir diese Icons hier haben. Nein, haben wir gar nicht. Ja. So. Dann werde ich, glaube ich, das erste. Okay. So, wo ist mein Bild jetzt? Wo wird es? Hier brauchen wir nochmal das Bild. Image, das Logo. Das hier. Images. Logo ist voll. So, sieht so aus. Dann haben wir unter dem Form hier haben wir ein Image. Image. So. Part. Root aus Images Illustration Dashboard. Da. Und das Ganze mit dem Form setze ich in eine Main. Und das Ganze hier mit dem
So, dann kann ich hier eigentlich schon stylen beginnen. Stylen, ich muss mal kurz schauen, was bei diesem Desktop anders ist. Ja, es bleibt eigentlich ist nur mobile und wird dann halt nur breiter. Passt. Also fange ich hier mal an. Body. Maxwell 800 Pixel und Margin. Sagen wir oben ein. Auf der Seite Auto. Dann brauchen wir natürlich noch Display Block. Und was brauchen wir noch? Mal sagen, einen Padding von. Dann das Ganze ist so aus. So, gehen wir in den Header. Der Header ist einmal das Image. Head ist Pixel. Oder sogar 30. Den Display Block und sag hier Margin einen Rand oben und dann auch. Sieht das Ganze so aus. Vielleicht sollte ich Margin unten bei Rems. So. Dann sage ich hier einmal eine 1, die ist Font Size 2 Rem. Oder sogar 5. Und Width ist Lighter. Und Span ist Font White Bold. Ja. Dann was. Warum macht er das nicht? Color Red. Schauen, was hier fallen ist. Oh, gut. So, da bin ich noch bold und nicht mehr. Ja, dann brauchen wir den E-Tag. Das ist vielleicht Konzert. 1,25 Rem und Enter. Und dann natürlich auch Margin Block von einem Rem 1, oder so fast. So, passt. Würde dann sagen, ich lasse das Formular einmal aus, gehe gleich weiter in den Footer. Mal P ist Text Align Enter. Mal Margin Bottom an M. Rem, das passt. Dann jetzt die Effekt. Jetzt brauche ich hier noch diese Social Links und hole ich mir einfach wieder und awesome. Ein Div. Und dieser Div hier muss einmal Facebook, Twitter. Icons. Sorry. Was sehen? Ich habe hier kein React.
Sie brauchen einfach mal das SVG. Dann brauche ich noch Facebook, Twitter. Twitter und Instagram. Einmal das Bübelchen. Twitter gibt es ja eigentlich nicht mehr. Und Instagram. Sehr gerne mal an dieser Stelle schreiben, welche von dieser Plattform eure Lieblings-Social-Media-App ist. Mich persönlich eigentlich Instagram. Am meisten Instagram. Und ja. Das ist so meine App, die ich am liebsten nutze. Facebook ist ja irgendwie out. Und Twitter. Ich hatte irgendwie nie Twitter. Deswegen weiß ich eigentlich auch nicht, wie Twitter eigentlich genau funktioniert. Eigentlich immer, dass alle anderen eigentlich auch immer hatten und eigentlich werden wir alle in unserer Umgebung Instagram connected sind. Deswegen hat einfach bei uns jeder Instagram. So, aber jetzt weiter zu unseren Social Buttons hier. SVG und die haben eine Höhe von ein bisschen. Das ist noch nicht so groß. 20. Dann will und jetzt brauchen wir diese Farbe hier. Eigenheit. Blau. Will so. Das Ganze hat Padding von Swamp Cotton Border und Grau, glaube ich. Zwei Pixel solid. Water Radius würde ich mal sagen. Und mein Logo ist jetzt ein bisschen größer. Vielleicht würde ich kein Edding nehmen. Oder ich mache so. Das ist 30 Pixel. Ach, was sagt der? Kalk. Zeig. Los. Okay, das macht gar keinen Sinn. Pixel und Aspect Ratio 1. Wie das Ganze eigentlich schon besser aus. Man muss das Ganze jetzt wesentlich gucken. Und jetzt sage ich das Block von Archen oben nicht, seit Auto und unten. So. With it kommt. So. Jetzt. Da kann man hier noch sagen. Und los. Okay, ist gleich mal F 0,5 M. Ander und ich sage hier Pointer Transition Hole. Dann kann ich jetzt sagen, dass eben Background und Hover. Ich jetzt darauf klicke, dann sieht das so aus, wie wenn man so
dieser Button so einen Effekt hätte. So. Das passt perfekt hier jetzt eigentlich schon. Jetzt muss ich hier oben kurz schauen. Hier bin ich in Main. Bin jetzt halt in Main. Main hat dann ein Image. Und Image soll mal bitte voll 90% haben. Und Display Block und ein Margin von einem Gramm Auto haben. Ist so perfekt. Sieht schon wesentlich besser aus. Das größere Ziel müsste das irgendwann bei einer Größe. Ja, es wird auch nicht größer. Passt. Alles richtig gemacht. Jetzt kümmern wir uns um das Formular. Und Formular ist eigentlich kurz. Und ich sage hier einfach mal die E-Mail und jetzt muss ich das Ganze noch stylen. Ich sage hier Form und dann muss ich hier sagen Input und bei Input gehe ich einfach rein und sage hier und Type gleich E-Mail. Jetzt nicht wieder rum. Was haben wir ein Problem? 90 N. Und ja, einmal kurz schauen. Ein Formular mit dem Typ E-Mail. Schauen. Auf den Style. Irgendwie haben wir ein Problem mit Inputs. Ich werde das Ganze hier mal kurz Edge probieren. Schon exakt das gleiche Problem. Ich sag aber mal Order. Und jetzt brauche ich mal einen Style Guide natürlich hier wieder. Diese Farbe, wenn ich täusche. Solid. Und Padding von 0,25 Gramm. Müssen wir eigentlich schon sehen. Irgendwas Input, dann Type E-Mail. Wir das Ganze einfach mal. Kurz mal googeln oder eine Idee hätte ich noch. Habt ihr noch nicht? Relax. Ja, es funktioniert so. Button. Ich kopiere mal das Ganze. Das ist ein. Oder ich lösche das auch mal weg.
Dann, dass hier der Pfeiler irgendwie an. Input E-Mail. Nein, er sagt eigentlich richtig. Flex. Flex. Flex Direction. Form. Wir so. Weil ich weiß, wo mein Problem ist. Ich habe das Ganze hier in dem Image drinnen. In dem Image drinnen. Und jetzt passt das auch. Kann ich hier eigentlich auch bitte da oder es ist und eine und Size von okay, und wir haben wieder das Standardproblem bei Chrome. Wenn ich jetzt den Entwicklungsserver starte, machen wir eben hier. Ich zeig hier auch mal. Outline. An. Was hier weg. So. Allerdings ist das hier. Und ich brauche hier einen Placeholder. Placeholder ist mehr was. Oh. Ah. Geht das jetzt alle nicht untereinander? Wie in React. Okay. Und ich sag einfach, alles ist Block. Margin Auto nichts Auto passt, dann brauchen wir hier noch den Submit Button, den ziehen wir einfach auch hier nach unten, sagen einfach mit und Submit hat Margin 0 und Auto und eine Width von die Width können wir eigentlich ja auch ja glaube ich auch das eigentlich so der hier. Wir schauen, da ist dies und das blau hier, wo ist der Steiger hier wieder, der hier, das hier, Border kann ich eigentlich auch. Und was auch? Vielleicht den Padding auch. Oder Radius. Und Size. Okay, perfekt. Ja. Wir brauchen jetzt Pointe. Dann
wurde, brauche ich hier eigentlich nicht. Dann brauche ich mehr Padding. Padding nicht. Seite und oben machen. So. Machen das Ganze noch so, dass das RGB ist und 0,75 ist. Wenn ich Session all Basic Content aber lösche ich das dann weg und in dem Moment, wo ich hier es darauf hovere, würde er jetzt hier machen und ja, passt hier eigentlich schon. Und ich sag hier eben Wired. Wenn jetzt keiner kommen und einfach nichts eingeben. Und ich sollte hier den Placeholder hin. Und passt. Dass ein Ad-Zeichen fehlt und wir können das Ganze, ich würde sagen, eine ganz simple Validierung machen. Ich schaue, bring split JavaScript, müsste ja mit strip gehen und ja, da kann ich ihm sagen, wo er das teilen soll. Und was wir jetzt noch brauchen, ich werde das hier gleich damit erklären. Bring replace, search, includes. String include. Was können wir machen? Dafür werde ich jetzt aber mal kurz dieses weg und dann hier eine Tag Error die ist Error und das don't show. So. Dieses don't show müssen muss jetzt nochmal einmal vorgehen. One und das Format hier hat ein Tag, der ist text align. Enter. Jetzt mal kurz das, was wir gleich machen, weggeben. Und ich sollte diese Error, vielleicht sollte dieses 5rem hier eher das dieses ganze Form hier haben. Das heißt, ich sage hier Margin, oben nicht, rechts nicht, unten. So, hier sage ich einfach mal Font White Bold Color. Und don't show das Ganze verschwunden. Jetzt muss ich hier einfach schreibt das Ganze JavaScript hier einfach gleich hin, wird es nachher eh auslagern. Und ich sage hier
ID Form. Und ich glaube, ich werde hier einfach kurz Demo-Zwecke einfach die Konsole öffnen hier. Das auch sehen. Dazu sage ich jetzt einfach mal Const Form. Und gleich Document und Query Selector. Und jetzt sage ich dann das gleiche mache ich jetzt mit Error. Error. Und jetzt muss ich einfach nur sagen, Form.addEventListener auf, sage ich hier, mit. Und mach hier einen Freistrich. Dann sage ich hier, bitte führe Funktion aus. Diese Funktion holt sich das Value von E-Mail. Erst müssen wir hier E übergeben und sagen e.preventDefault, Klammer zu, um eben das mal Browserverhalten des Neuladens hier auch zu unterdrücken. Und dann sage ich halt let E-Mail ist E-Mail value ist gleich E-Mail. E-Mail. Value. Das mal Konsole locken. E-Mail value. Sag hier einfach. Da. Und ich glaube, ich bin in Chrome. So geht nicht. Und das Ding spinnt er. Ja. Dürfte hier irgendwo noch. Wir starten einfach mal neu. Fehlermeldung. Es dürfte aber jetzt von Chrome sein, also von Edge, der mir hier sagt, dass eine E-Mail fehlt. Und deswegen werde ich das kurz Textfeld hier verändern. Verschwindet hat mein Style. Wir bekommen hier einfach immer diese, was ich halt eben gerade eingegeben habe. So, jetzt kann ich hier einfach meine zweite. Rein hat sie 10 sehen und hier kann ich einfach sagen include, sage ich einmal if email value includes Klammer haben wir, dann mach ihr bitte etwas, sonst sonst bitte aber mal sonst block das Ganze, sonst bitte sage ich einfach error classList.move und dann sage ich hier die Klasse, die ich hier removen möchte, dass wir hier, ich sage, ich führe das Ganze
aus. Ja, irgendwas ein. Und dann bekomme ich diese Error-Klasse. Würde ich jetzt diese Beispiel-E-Mail geben. Die hier auf. Also ich probiere das dann aus. Jetzt true. Achso, deswegen hier das Else hier nicht an. So, und jetzt mache, komme ich jetzt true und es passiert hier eben eine Fehlermeldung. Und vielleicht sollten wir das Ganze machen. Ein Laster oder muss ich gut überlegen, wie wir das jetzt machen. E-Mail Value Trim ist gleich leer, dann soll er bitte auch die Fehler. Lass mich. Das heißt, das da wäre, ich weiß nicht, das einfach anders schreiben. Das da. Das kommt hier immer falsch vor. Schauen. Ja. Rem. Ist falsch gemacht. Klammer auf, Klammer zu. Dann lasst uns kurz das Ganze hier prüfen. If. Okay. Sage, es ist true, dann soll er bitte auf die Fehlermeldung hier zeigen und wir werden das dann gleich ein bisschen schöner machen. So, wenn ich das Ganze hier jetzt einmal mit Add hier habe und dann einmal hier mit. Also es wurde einmal das Include gefunden und dann kann ich ja jetzt sagen E-Mail Value Punkt Split bei diesem Klammerarten, wie es viele nennen. Let E-Mail Split E-Mail Blitz, so. So, jetzt greife ich in das Ganze drinnen nochmal zu, sage hier if E-Mail Split 1 gut. Nicht included einem Punkt, dann bitte. Oder included, dann bitte alert valid email. Sonst bitte sag mir, was ihr erkennt wird. So. Das Ganze ist eigentlich leer. Mitten, dann sage ich hier einmal mit Apple.com Valid E-Mail. Das ist perfekt. So, jetzt können wir das Ganze hier nochmal sagen, das Ganze hier weg ist. So, jetzt können wir das Ganze ja eigentlich auch sicher einfacher schreiben. Wie zum Beispiel, dass wir sagen, löschen das Ganze.
perfekt. Das Mitte einmal hatte mir ein Error. Das könnte ich eigentlich auch nur sagen, dass ich so schreibe. Dem hier lösche ich das weg. Sag hier einfach mal undefined reading includes. Okay. Jetzt ein. Ups, hier. Gut hier. Schon angefangen. Aber sagt, wenn es nicht lädt. Jetzt Error State. So. Und wenn ich jetzt hier diesen Punkt hier entferne, an diesen Punkt hier raus, wieder diese Fehlermeldung. So, jetzt gebe ich die Valid E-Mail Adresse ein, dann komme ich Valid E-Mail Adresse. Da. Das Ganze war jetzt eigentlich ein bisschen JavaScript. Vielleicht war das Ganze auch ein bisschen überengineert, was man hier vielleicht noch machen könnte. Ja, aber ich könnte hier einfach diese in der Variable immer setzen. Einfach dann unten abfragen. So, wir werden das Ganze jetzt auslagern. Dann hier, sag JS. JS. Geben wir das hier rein. Dann müssen wir das Ganze. Habe ich, dann muss ich das Ganze hier einbinden. Script Search, sage ich. Erst App.js und dann hier ganz wichtig das Defer-Attribut. Und das Ganze hier wird wieder zu E-Mail-Feld und somit sagt der Browser eigentlich eh schon, aber erst würde jetzt sagen richtig, ich sage falsch und das Ganze lädt neu. Ich schicke das Ganze ab. Es passt. Valid E-Mail. So. Muss hier noch kurz Fehlermeldung anschauen. Die Error State. Please provide. Error. Habe ich das denn hier wieder aufgesetzt. Please valid E-Mail. Und ich muss hier natürlich bei meinem Input hier wieder required angeben. Dann würde er mir jetzt sagen, ich muss das ausfüllen. So, ich lade das kurz hoch und wir sind gleich wieder. Ich habe das Ganze jetzt hochgeladen und wir können hier direkt auf GitHub springen. Und wir sind hier wieder rum. An dieser Stelle wieder sieht. Und ja, ich ein und bitte die Solution. Wir warten. Da klicken hier drauf. Sehen wir, dass das Form hier eigentlich nebeneinander ist. Irgendwie ist es verschlafen. Naja, ich finde es besser. Ich sag mal so, wir waren kreativ. Okay, er sagt, er warnt uns hier kurz, dass zwei Footer sind. Ist aber egal. Und er sagt uns hier, dass das Action Attribute hier eigentlich leer ist. Oder wir es einfach weglöschen sollen. Ah ja. Oh. Okay, passt.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.